Wir greifen die Schublade, nehmen raus, Kia EV6, das ganze Vollstrom auf der deutschen Autobahn mit 192 km/h. Wir haben 168 kW Motorleistung, wir haben Heckgetrieben, etwas sparsamer wie der Allrad und wir fahren auf Winterreifen 19 Zoll. Das Autohaus ist gerade mal 2 Kilometer von der Ladesäule weg, Autohaus Perras, die haben den Wagen jetzt hier, den Kia EV6, definitiv, da könnt ihr Probe fahren, ihr habt dann auch den neuen Niro 2023, also schaut da mal vorbei, ich werde euch unten in die Beschreibung auch die genaue Adresse dann noch einblenden. Ja, und was machen wir heute? Wir fahren das Fahrzeug mit 100% an der Ladesäule im Berg wieder los. Der ein oder andere hat ja verschiedene Videos schon gesehen und wir haben das jetzt auch neu auf dem Kanal hier. Ich möchte halt gern das Maximale aus dem Fahrzeug rausholen, mal sehen, wie überhaupt die Reichweite von Elektroautos bei Vollspeed oder Vollstrom ist. Also ich drehe da wirklich voll durch, 192 km/h. Ich bin jetzt hier am nächsten Tag ausgeruht in meinem eigenen Fahrzeug und kann euch sagen, Samstagabend ist der Verkehr auch weniger. Wir haben weniger LKW-Verkehr und ja, es macht dann halt ungemein Spaß. Die Straße war leicht klamm, es war aber gute Bedingungen, es hat nicht geregnet, also von der Sicht, die Rahmenbedingungen haben gestimmt und wir versuchen dann halt wieder mit 1, 2, 3% anzukommen und dann schauen wir mal, wie weit der Kia EV6 jetzt hier kommt. Er ist ja sehr beliebt bei euch da draußen, der ein oder andere fährt ihn vielleicht schon und wird überrascht sein, wie weit das Fahrzeug jetzt hier kommt. Gut, dann bin ich soweit durch, ich habe genug gelabert, wir gehen rein ins Video, ich wünsche euch viel Spaß und ihr wisst ja, es wird gut. Let's go! I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job. Wir nehmen Platz im Kia EV6 jetzt hier mit der großen Batterie und wir fahren mal die komplette Strecke jetzt hier Richtung A3. Dann geht es ein kurzes Stück auf die A9 bei Schneidach wieder wenden. Das kennt ihr doch sicherlich jetzt schon von einigen Videos. Und ich bin natürlich hier in der absoluten Performance unterwegs in der Sporttaste. Habe unten alles zurückgesetzt. Ein Schätzwert haben wir jetzt hier ganz lustig von aktuell 420 Kilometer. Ihr könnt aber sehen, wenn wir die Geschwindigkeit natürlich hier maximal mit 192 fahren, wie die Kilometer runter sausen. Wie verrückt. Also das ist eine verrückte Geschichte. Macht natürlich ultra viel Spaß. Ich fahre das jetzt hier Samstagnacht und ich gefährde auch keine. Es ist wirklich wenig Verkehr und Temperaturen 8 Grad, das ist auch noch ein guter Bereich. Wir haben jetzt Winterreifen drauf, wird sicherlich etwas der Verbrauch höher sein, wenn wir das Ganze mit Sommerreifen machen würden. Aber wie gesagt, bei den hohen Geschwindigkeiten ist es fast zu vernachlässigen. So, wir gehen mal ein bisschen in die Werte rein. Wir haben 22 Kilometer bereits absolviert. So, jetzt haltet euch fest. 46, 45 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist schon verrückt. So, jetzt geht's hier auf die A9. Bei Lauf sind wir jetzt hier aktuell dreispurig. Ist ein bisschen angenehmer zu fahren, dreispurig. Wobei hier doch durchaus etwas mehr Verkehr ist, wie jetzt auf der A3. Aber es geht noch. Also es ist, wie gesagt, später Abend, ich glaube irgendwie 20 Uhr oder was, 21 Uhr bin ich Samstag gestartet und es sind eigentlich optimale Zeiten, weil die LKWs dann langsam ihren Schlafplatz aufsuchen und die Straße ist dann wirklich relativ frei. 14 Minuten unterwegs. Ich habe die Rekuperationsstufe ganz unten links, habe ich jeweils 3 gewählt. In der Sporttaste 8 Grad Außentemperatur. Das Fahrzeug vom Autohaus Perras in Neumarkt. Da könnt ihr dann auch den neuen Niro fahren, wenn ihr Interesse habt. Die haben beide Fahrzeuge da und also wirklich unkompliziert anrufen. Und der Herr Perras hilft euch da auch kompetent weiter. Durfte ich auch selber schon erfahren. Auch eine neue Firma jetzt gebaut und auch sehr transparent, offen die Werkstatt. Also man kann dann reinschauen, kann zuschauen. Also wirklich toll gemacht. Bin ich echt begeistert. Finde ich super. Ich habe auch das Auto unkompliziert bekommen bei ihm und ja, jetzt testen wir es mal für euch. Wenn ihr vielleicht schon ein Kia EV6 habt und wollt wissen, wie weit das Fahrzeug kommt, wenn ihr das komplett hier im Vollstrom bewegt, das werdet ihr heute Antworten bekommen auf diesem Video hier. So, Schätzwert haben wir jetzt aktuell noch 304 Kilometer. Wir haben rausgefahren 30%, ganz unten links sehen wir den Akkustand, der jetzt aktuell bei 68% ist. Und wir beschleunigen unten dann in der Mitte des Bildes ganz unten, seht ihr, wir sind da immer fast auf Anschlag auf 100%. Kurz rekuperieren wir immer auch, das sieht man dann, wo die Kilometerzahl ist, rechts, wenn er dann in den blauen Bereich geht. Wenn wir oberhalb nach oben stoßen mit der Farbskala, dann beschleunigt er, dann braucht er Energie. Und wenn wir dann kurz mal rekuperieren,
dann geht er in den blauen Bereich. Also super gemacht. Ich fühle mich auch total wohl in dem Fahrzeug. Ich habe so viel Tests mit dem Fahrzeug schon gemacht. Ich werde euch das unten verlinken. 1000 Kilometer, Hypermiling, Ladevideo, Autobahnvideo. Das werde ich euch alles unten verlinken. Wir haben da über 100.000 Klicks. Also das ist eine coole Sache bei dem Fahrzeug. Und ja, und heute will ich auch mal für mich jetzt rausfinden, wie es überhaupt geht, wenn ich maximal das Fahrzeug bewege. Ich habe die ganzen Assistenzsysteme ausgeschaltet. Ich fühle mich da einfach sicherer, weil die wird mich durchaus immer hin und her bewegen. Und ich fahre das dann doch lieber selber bei der hohen Geschwindigkeit. Und jetzt wenden wir wieder. Die erste Strecke ist vorbei. Schaut euch den Stand an. 56, 55%. Also wie beim letzten Video beim Opel haben wir durchaus Probleme gehabt. Da sind wir gewechselt. Bei 49 haben wir, glaube ich, umgedreht und haben dann eine böse Überraschung bekommen. Das könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Das war das zwei Video danach, weil jetzt haben wir erst die Federung gehabt, Federungskomfort von vier Fahrzeugen, und ich gehe mal davon aus, dass wir hier keine böse Überraschung bekommen. Also wenn man so komfortabel wendet, dann müsste man hinkommen. Ja, ich habe jetzt vor mir einen, dann kann ich natürlich nicht so fahren. Muss auch permanent hier die Scheibe anblasen vorne, weil es war Nebel, es war feucht, es hat vorher tagelang geregnet, aber die Straße war gut befahrbar und es war alles kontrolliert. Und ja, ihr seht, ab und zu gibt es mal ein, zwei Fahrzeuge, die ausscheren. Aber wie gesagt, ich mache das jetzt auch schon öfter. Ich versuche immer, das sehr kontrolliert auch zu machen, dass ich wirklich keinen gefährde hier. Ich möchte es für euch gern zeigen, was das Fahrzeug drauf hat. Und er hat eine Menge drauf. Es ist nicht der GT, der geht ja nochmal performancemäßig mehr. Ich werde durchaus den mal fahren, dann auch Vollspeed dann die Strecke durchaus oder mal Richtung München, wenn die Baustelle weg ist. Und da geht dann schon noch einiges mehr. Aber der räumt schon ab hier. Also das ist schon, macht auch Spaß. Innen alles toll gemacht, die Sitze. Mir gefällt auch das Design außen. Also Auto des Jahres 2022, nicht zu Unrecht. Der Kia EV6. Und jetzt auch die große Batterie, über 77 Kilowattstunden. So, wir haben 112 Kilometer gerade mal geschafft und 35% haben wir noch Akku zur Verfügung. Wir fahren in der Sporttaste, da ist natürlich auch viel aggressiver. Der Motor spricht viel früher an. Wir haben mehr Leistung auch abzurufen zu können, und von der Hinsicht, es macht dann schon Spaß. Es ist halt Schublade, wir greifen da mal richtig tief rein. Ich will nicht sagen, dass es ein Männerspiel ist, dass wir schnell fahren, das machen Frauen auch. Aber Männer fahren halt durchaus etwas schneller und ich will mich da auch einreihen. Mir macht es schon Spaß, solche Videos. Ich sehe da aber jetzt keinen pädagogischen Hintergrund irgendwo, dass ich sage, ich möchte Leute erziehen, sondern das Leben ist streng genug, und warum nicht? Wenn wir in Deutschland noch fahren dürfen, dann zeige ich euch diese Videos. Und ob es sinnfrei, Sinn oder sinnlos ist, müsst ihr für euch entscheiden. Wenn ihr es klickt, dann gehe ich davon aus, und das hat ja die Vergangenheit gezeigt, die Klicks waren auf solchen Videos verdammt gut, weil einfach die Leute sagen, wir wollen auch mal Spaß sehen, wie die Fahrzeuge im Maximalbereich bewegt werden. Ja, und wir sind schon ziemlich am Ende, jetzt 21%, eine gute Stunde unterwegs, und schaut euch den Durchschnitt an, 43,3. Wir werden am Schluss auch nochmal, wie versprochen, ob ihr irgendwelche Ladeprobleme bekommt. Ich habe 4-5% habe ich mal am Anfang abfotografiert, aber irgendwie einbricht, aber vielleicht zu warm wird der Akku. Die sind ja alle wassergekühlt, die Akkus mittlerweile, die modernen, und dürfte eigentlich nichts ausmachen. Vorne Lamellenklappen, die dann aufgehen aktiv, wenn alles gekühlt werden muss, aktiv von der Luft außen, also mit Frischluft dann nochmal, und wassergekühlt ist der Akku ja sowieso umschlossen. Also da dürfte eigentlich jetzt nichts sein, werde ich euch aber am Schluss zeigen. So, 11% haben wir noch im Akku. Hier mal wieder kurzes Autobahnstück. Da habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt? Ich habe noch 8-9% drin. Wende ich nochmal oder fahre es kurz aus bei mir in der Gegend? Und dann hätte ich mir den ganzen Schnitt zersemmelt. So, was machen wir? Trauen wir uns nochmal. Fahren wir nochmal auf die Autobahn. Oh ja, und es geht wieder los. Es wird wieder ultra knapp, aber diesmal war es echt kontrolliert. Und der Akku hat mir auch das hergegeben, was er anzeigt. Also diese 17 Kilometer Restreichweite, das ist toll gemacht. Auch die Blinker-Anzeige jeweils im Display, dass ich sehe, neben mir ist einer oder ist keiner. Und das im Videoformat, das finde ich richtig gut gemacht hier bei dem Fahrzeug. Ich kann wenig aussetzen. Was mir nicht so gut gefällt, ist die Schalteranmutung in der Mittelkonsole. Wenn ich da mit dem Arm drüber streiche, komme ich öfters mal an die Sitzheizung hin. Die Kia-Fahrer wissen, von was ich rede, in der Mittelkonsole. So, jetzt geht's rein, 3%, 4%, und nach der Baustelle beschleunige ich noch mal ganz kurz. Und am Schluss gibt es natürlich die Daten, wie ihr es gewohnt seid. 1%, wir fahren rein, ja, gleich haben wir es geschafft. Oh Mann, war das ein Ritt, absolut geil, hat riesen Spaß gemacht, danke nochmal.
Wir schauen mal die Temperatur im Akku. 4% 187, 5% 187. Wir wissen ja die Charakteristik des Akkus, dass er am Anfang nicht so schnell lädt. Unten ist das Ladevideo. Könnt ihr euch nochmal in der Beschreibung anschauen. 6% 188, 7% 189. Hier ein klares Nein, der Akku ist nicht so warm. Er lädt top und die Wasserkühlung arbeitet hier perfekt, obwohl das Fahrzeug wirklich hier an seine Grenzen kommt. Ja, wir gehen weiter ins Ergebnis. Wir sind angekommen mit einer Reichweite von 168,9 Kilometer. Ist schon erstaunlich, wenn man denkt, es sind immerhin 170 Kilometer und wir fahren hier relativ schnell. Am Schluss gibt es dann auch mal eine genaue Daten. Dann haben wir hier laut Anzeige 41,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer Verbrauch. Da kommen natürlich jetzt noch die Ladeverluste dazu, wenn wir es so genau machen würden. Aber ich lese jetzt mal nur vom Display ab, sonst wird es zu kompliziert. Eine Stunde 11 waren wir unterwegs bei 8 Grad, auch im Durchschnitt Start und Ziel. Und Rekuperationsstufe 3 angekommen mit 1% und Reichweite haben wir noch 2 Kilometer gehabt. So, wir gehen mal rein. 7993 Kilometer hat das Fahrzeug bereits absolviert vom Autohaus Perras in Neumarkt. Da könnt ihr das Fahrzeug auch gerne mal Probe fahren, wenn ihr möchtet. So, und jetzt schauen wir mal. Es ist keine Vergleichstabelle, sondern einfach nur jedes Fahrzeug wird hier aufgeschlüsselt. Ich bin durchaus mal kritisiert worden. Ist es Vergleichstabelle? Nein, ist es nicht. Jedes Fahrzeug steht für sich. Und natürlich kann man den einen oder anderen Punkt vergleichen. Wenn wir zum Beispiel jetzt mal reingehen, Kia EV6. Wir sind ja gerade gefahren, haben eine Reichweite von 168,9 Kilometer geschafft. Durchschnittsverbrauch in Kilowattstunden auf 100 Kilometer waren wir bei 41,4. Durchschnittsgeschwindigkeit enorm schnell, 142,77. Fahrt es mal auf deutschen Autobahnen. Ihr seht ja selber am Video vorhin, das ist schon schnell und da muss auch alles passen. Das kann man nicht tagsüber fahren. Es geht wirklich nur nachts, Samstagabend oder halt dann Sonntag früh, aber das sind schon Werte richtig gut. Reifendruck 3,0 musste ich noch kurz erhöhen, der war etwas niedriger und Wetter war trocken, obwohl die Straße leicht klamm war, aber wir gehen hier von trocken aus. Fahrzeit 1 Stunde und 11. Und bei der Temperatur, Start und Ziel habe ich ja gesagt, 8 Grad, dann nehmen wir den Durchschnitt. Monat November, wir waren ja auf Winterreifen unterwegs, spielt jetzt bei der hohen Geschwindigkeit kaum eine Rolle im Verbrauch. Ladeleistung habe ich ja euch vorhin gesagt, heruntergeregelt, ja oder nein? Klares Nein, hat kein Probleme hier, irgendwie der Akku zu warm. Nach der maximalen Belastung des Akkus dürfte hier keine Probleme haben. So haben wir auch gezeigt. Ankunft haben wir 1% und die Restreichweite war bei 2 Kilometer. Also, wie gesagt, es ist keine Vergleichstabelle, aber wenn wir uns einfach mal erlauben, uns das Model Y dann anzuschauen, der hat jetzt hier einen Verbrauch von 43,7, ist aber schneller gewesen und es war natürlich wärmer, das spielt durchaus mit rein. Also er spielt da schon in der Liga mit und er kann schnell, 192 ist eine Menge auf deutschen Autobahnen, das ist für ein Elektroauto sowieso schnell, die meisten werden bei 160 abgeriegelt. Also das macht schon Spaß, wenn man es wirklich mal eilig hat, der Kia EV6 ist absolut eine geile Nummer. Ansonsten hat es mir riesen Spaß gemacht und nochmal vielen Dank ans Autohaus Perras in Neumarkt. Fahrt das einfach mal selber, das Ding. Das macht echt viel Spaß. Es hat wenig Nachteile, das Fahrzeug. Und so muss ein modernes Fahrzeug 2022-23 ausschauen. Der Kia EV6 Auto des Jahres 2022. Mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Macht's gut. Euer Andreas. Bye, bye.